Wunderschönen guten Tag YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Commentary hier bei mir und ich bin mal wieder nicht allein, es ist nämlich mal wieder ein Duel und heute habe ich als den Gast dabei den Tomahawk Pain, hallöchen. Hallo und ich begrüße auch alle Zuschauer hier bei German LPK. Genau, und du hast ja letztens mir ein Angebot gemacht zu einem Duel und ich fand das Thema erst nicht so spannend, aber dann haben wir uns ja nochmal drüber unterhalten und dann stellte sich dabei heraus, dass es doch sehr, sehr interessant ist. Und zwar geht es mal darum, wie die Community mit den Kommentatoren bzw. untereinander kommuniziert. Und du kannst ja mal anfangen. Ja, also die Grundidee dieser ganzen Sache war ja wirklich, dass man im Prinzip in einem Video auch mal darstellt, wie einerseits Kommunikation praktiziert wird, untereinander, aber auch mit den Kommentatoren und ja, was das dann für Auswirkungen hat. Und wir haben uns ja jetzt auch schon ein bisschen unterhalten und was einfach definitiv sich herauskristallisiert ist, man kann kommunizieren über Kommentare, das ist die Hauptfunktion natürlich. Unter den Videos gibt es die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben, nutzen die meisten, aber nutzen die meisten auch eigentlich nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Andere Möglichkeiten sind natürlich auch Nachrichten. Ihr könnt als User untereinander euch Nachrichten schreiben bei YouTube, aber auch natürlich den Kommentatoren oder Let's Playern oder generell jedem YouTuber kann man eine Nachricht schreiben, theoretisch. Und was wir auch noch gesagt haben, Videoantworten geht natürlich auch, wird aber nicht so sonderlich praktiziert. Da bist du ja eigentlich fast so ein Fachmann. Du hast nämlich damals zu dem ersten Kommentatoren-Stammtisch so eine richtige Videoantwort gemacht. Ja, das stimmt schon. Das war auch bis dato in unserer Szene zumindest eigentlich überhaupt nicht normal, dass man eine Videoantwort postet, obwohl dazu immer mal wieder aufgerufen wurde und deshalb habe ich das genutzt und das kam auch sehr gut an. Mittlerweile muss man ja sagen, machen das schon mehrere Leute, gibt es verschiedene, die das machen, aber ich muss sagen, das verpufft dann, weil viele Kommentatoren rufen dann dazu auf, kommt, macht doch eine Videoantwort und dann sind da manchmal 10 Videoantworten und damit guckt sich das auch schon wieder keiner mehr an. Aber wenn wir darüber sprechen, worüber man dann kommunizieren kann, bezogen auf YouTube, müssen wir noch über die Daumen sprechen, die natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt sind, denn die Daumen geben ja schon so einen Trend meistens vor, finde ich das Video gut oder nicht, wobei es da auch wieder Ausnahmen gibt. Manchmal findet man das Commentary super, aber sagt, was er da drin sagt, das mag ich nicht. Zum Beispiel gibt es ja manchmal so Sachen, okay, wir haben wieder Ghost drin in MW3 zum Beispiel. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann geben die alle einen Daumen runter, das hatte ich schon ganz oft. Und dann schreiben viele mal drunter, hä, warum gibst du einen Daumen runter? Das Commentary ist doch super. Und dabei meinen die eigentlich diesen einen Punkt aus dem Commentary. Also man sollte mal aufpassen, wie man da den Daumen letztendlich gibt. Weil manchmal sieht das dann so aus, als ob einem das Video nicht gefällt. Weil letztendlich sind ja diese Funktionen, Kommentar und das Video schreiben und Daumen zum Video, beziehen sich ja immer darauf, ob mir das gefällt, was ich da sehe oder was ich da höre. Und deshalb sollte man immer aufpassen, inwieweit man dann den Inhalt vielleicht verschiebt. Ja, also inwieweit man auf den Inhalt eingeht, obwohl das nur ein einziger Punkt davon ist. Oder wie siehst du das? Ja, im Prinzip ist das ja auch vor allem eine Wechselwirkung. Wenn jemand das Video gut findet, gibt er einen Daumen. Im Idealfall sollte er aber dann aber auch dazu schreiben, warum er es gut fand. Und das Gleiche ist natürlich auch bei einem Daumen runter. Die meisten Leute geben aber Daumen runter und belassen es dann dabei. Und das ist halt das, was eigentlich falsch ist, denn wenn man schon Daumen runter gibt, kann man ja machen, gar keine Frage. Aber dann sollte man auch die Kommentare dazu nutzen, denn dafür sind sie da, dass man da auch reinschreibt, wieso man den Daumen nach unten gegeben hat und nicht einfach so sinnlos, grundlos quasi schlechte oder auch positive Daumen dazu vergeben, denn das ist beides im Prinzip das Gleiche in der Hinsicht, denn man muss das eigentlich in den Kommentaren auch immer begründen, deswegen ist das eine Wechselwirkung. Genau, genau. Und da kommen wir im Grunde erstmal nochmal dazu, dass man sagen muss, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten mit uns zu kommunizieren, nämlich über irgendwelche Messenger, Skype, TS, Steam oder die Plattform, auf der man zockt, sprich dieses über die Xbox, diese Schreibvariante oder auch über die PS3. Aber du hast es gerade schon gesagt, positive Daumen, negative Daumen, was man runterschreibt. Und zwar muss man ja da sagen, was für Arten von Kommunikation gibt es denn, mit der wir überhaupt reden? Und wir haben uns da so gesagt, es gibt die Kritik, es gibt die eigene Meinung, es gibt die Bewertung, es gibt Off-Topic, Spam und Beleidigung im Grunde. Und ihr seht ja schon, nach hinten hin wird es dann immer blöder, weil das ist dann immer das, was man eigentlich am wenigsten möchte. Aber du hast, um dich mal kurz zu unterbrechen, du hast aber tatsächlich das jetzt wirklich in der Pyramidenform quasi aufgezählt. Kritik, das ist das, was meistens sinnvoll am wenigsten genutzt wird. Eigene Meinung, ja, Bewertung, aber auch Topic, Spam und Beleidigung. Da wird dann die Pyramide unten immer breiter, denn das ist die Mehrzahl der Kommentare leider. Muss man ja so wirklich feststellen. Stimmt, wir haben das eigentlich schon ganz schön aufgelistet, denn ja, es ist leider so, dass man eigentlich sagen muss, diese Pyramidenartige gefällt mir ganz gut, die du da genannt hast, denn im Grunde ist das Breiteste doch, was man heutzutage unter den Videos findet und allgemein ist eigentlich Beleidigung
Und dann kommt Spam off Topic, also du hast es ja gerade schon gesagt. Und natürlich, wir als Kommentatoren, was wünschen wir uns eigentlich? Wir wünschen uns diese sogenannte, immer wieder genannte, konstruktive Kritik. Ja, also Kritik, die irgendwie faktenbasierend ist, die einfach wirklich, wo es nicht von der Hand zu weisen ist, dass es so ist. Die meisten aber gehen in die Richtung, dass sie eigene Meinung schreiben, aber die sehr stark mit Beleidigungen vermischen. Ja, weil wenn ich natürlich hinschreibe, ich finde das scheiße, dann ist das zwar eine eigene Meinung, aber es ist ja eigentlich eine Beleidigung gleichzeitig. Und ich weiß nicht, wie gehst du damit um? Sagst du dann, okay, es ist eben seine eigene Meinung, oder sagst du dann auch, okay, da ist ja schon eine ganz starke Wertung mit drin und eine sehr negative vor allen Dingen auch. Wie gehst du damit um? Also es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Wortlaut dann sowas vorgebracht wird, klare Sache. Aber generell muss man natürlich immer versuchen, das auf einer sachlichen Ebene zu halten einfach. Und wenn dann jemand, jedem ist natürlich freigestellt, seine Meinung dazulassen und demjenigen dann auch so rüberzubringen. Aber es ist ja auch wichtig, dass man das auf einer sachlichen Ebene macht und eben nicht schreibt, was weiß ich, du bist ein Arschloch und deswegen mag ich dich nicht und finde dein Video schlecht. Man sollte einfach versuchen, wirklich da eine bodenständige Sachlichkeit reinzubringen, und das gelingt den meisten Leuten leider nicht. Ich meine, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich oder andere Leute, die meinen, sie könnten das besser, das ist vielleicht auch nicht immer so der Fall gewesen oder so, aber sollte das wirklich versuchen, dass man da wirklich Sachlichkeit, ich muss nur nochmal betonen, das ist einfach notwendig. Ja, du hast ja recht. Du hast ja völlig recht. Das ist ja einfach so. Es ist immer eine sehr komplizierte Sache eben mit dieser Kommunikation heutzutage. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe, beziehungsweise wo diese Szene, unsere vor allen Dingen, entstanden ist, da war das noch ein bisschen anders. Da war das noch was Neues und da haben viele auch ordentliche Meinungen hingeschrieben. Aber das hat sich in letzter Zeit immer mehr dazu entwickelt, dass es eben darum geht, okay, ich möchte unterhalten werden und ich schreibe halt irgendwas dahin oder schreibe gar nichts dahin und gebe einfach einen Daumen und wir wissen gar nicht, was da eigentlich jetzt passiert. Und da muss man ja jetzt dazu sagen, dass es ja natürlich auch Auswirkungen hat, diese Kommunikation, diese Bewertung der Videos, ganz klar. Denn das ist ja, was ist denn das, was ihr uns da schreibt? Was ist denn das? Das ist das Feedback. Das ist ja letztendlich das, worauf wir unsere Meinung dann auch wieder aufbauen, wie unsere Videos sind, wo wir sehen können, die wichtigen Indikatoren, wo wir dann entscheiden können, ist das Video gut, ist das Video schlecht, ist diese neue Serie, die wir vielleicht gestartet haben, positiv oder negativ. Und viele vergessen das und schreiben dann gar nicht mal ihre wirkliche Meinung hin, sondern ich denke, du hast das auch schon tausendmal erlebt, dass dann Leute runterschreiben, nachdem du das Video eine Minute veröffentlicht hast, das Video aber 10 Minuten lang ist, hey, super Video, weiter so. Und ich weiß ja nicht, wenn lebst du in einer anderen Zeit, dass du sagst, ich kann 10 Minuten in einer Minute gucken? Nein, oder? Also, das ist auch schwach. Ich hab da einmal aus Bastian zurückgeschrieben, schreib bitte nochmal einen Kommentar, wenn du das Video fertig geguckt hast. sowas gehört immer dazu. Genauso wie dazu gehört, dass jemand schreibt, Erster oder ich mag Kekse. Das sind super. So die Standarddinger, die überall reinkommen. Aber das ist einfach, das mag ja ganz lustig sein, aber es bringt weder denjenigen, die kommentieren, noch den anderen Leuten, die sich vielleicht die Kommentare durchlesen, weil es sie interessiert, und am allerwenigsten bringt es demjenigen, der das Video macht, etwas, denn damit kann er nichts anfangen. Und das ist eben das Wichtige, dass dieses Feedback, und das können wir noch ganz viel weitergreifen, das geht nicht nur bei YouTube oder bei Videos so, selbst wenn jemand, ein Musiker, der bringt eine CD raus und letztendlich seine Arbeit wird dadurch gewürdigt, wie die Leute darauf reagieren und dann da ihre Meinung dazu sagen. Das finde ich gut, die kaufen das dann letztendlich. Und das Gleiche ist auch bei Commentaries oder bei Let's Plays. Wenn die Leute drunter schreiben, das gefällt ihnen und warum das dann auch noch begründet wird, dann kommt das gut an. Und das ist für den Kommentator letztendlich das ganz wichtig, damit er dann weiß, wie er für die Zukunft weitermachen soll. Ja. Naja, das ist es halt, ja. Diese Kommentare und diese Daumen, also die Daumen beziehen sich ja irgendwie halbwegs aufs Video, aber die Kommentare sind ja auch teilweise echt dieses Spam, dieses Off-Topic, und die Kommentare sollten sich doch eigentlich aufs Video beziehen, ja. Und du hast es ja gerade schon gesagt, wenn da jemand hinschreibt, ich mag Wurst oder sowas, ich weiß nicht, ich gebe dir recht, früher war das noch relativ lustig, da habe ich auch drüber geschmunzelt, aber mittlerweile finde ich es einfach nur noch peinlich und bescheuert. Also ich muss euch auch sagen, wer das jetzt wieder drunter schreibt, sorry, das ist einfach nicht mehr witzig. Weil das war damals was Neues, da hat man drüber gelacht. Ja, es ist ausgelutscht, genau, es ist aus und vorbei. Es ist ausgelutschter als Black Ops. Sowieso. Naja, das ist ja, Black Ops ist nochmal so ein eigenes Thema, aber gut, ich kann da echt nicht mehr drüber lachen, das ist auch nicht mehr lustig. Und auch, was ich auch ganz schlimm finde, ist,
wenn es dann in den Kommentaren immer so abrutscht in die Beleidigung, dass dann oftmals auch private Gespräche da geführt werden, dass da ausdiskutiert wird, dass sich da gegenseitig beleidigt wird über 4, 5, 6 Kommentare und dann setzen noch andere mit ein. Und das ist auch so eine Sache, das interessiert uns als Kommentatoren wirklich gar nicht. Und ihr könnt euch per PN beleidigen, wie ihr wollt. Da habe ich keinen Einfluss drauf, ist mir auch egal. Und das ist dir wahrscheinlich auch egal. Aber unter das Video, wirklich, es gehört unter das Video zu schreiben, ob man das Video gut findet oder nicht. Und nicht, dass ich die Person nicht mag oder dass ich irgendwie ein Problem mit irgendeiner anderen Person habe, die ich ja nicht mehr persönlich kenne. Das ist ja auch immer noch so. Ja, viele denken ja Dafür im gibt es die Internet. Nachrichten. Genau, ja, die privaten Da kann man, Nachrichten. das kann Viele. man gerne über die Nachrichten machen. Ja, naja, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, viele denken ja auch, wenn sie im Internet sind, können sie es machen. Ja, da fehlt dann diese Abstrahierung, dass das Internet zwar Bewusst, das ist kein virtuell ist. Bewusstsein einfach. Genau, ja, es fehlt das Man ist nicht Bewusstsein. gläsern. Man denkt man zwar immer, ja, auf YouTube kennt mich keine Sau oder im Internet kann ich hier als, was weiß ich, rumrennen, als würde mich keiner kennen. Ja, es ist aber nicht so. Das ist vielen nicht bewusst. Du kannst so leicht das heutzutage rauskriegen, denn viele haben ja ihre YouTube-Accounts mit einer, er muss ja mit einer E-Mail verknüpft und meistens ist die E-Mail irgendwie Name, ja, Name, Vor- und Nachname oder irgendwie sowas und schon weißt Ja. du eigentlich, wer das ist. Also das Internet, du bist dieser immer sehr oft genannte gläserne Bürger, gerade im Internet. Im Internet kann man schneller über eine Person was rausfinden, als einem das überhaupt lieb ist. Ja, das ist so eine Entwicklung, die sicherlich nicht positiv ist, aber zu denken, im Internet kann man es machen, das stimmt nicht. Man kann es ja auch, das hast du ja zum Beispiel auch schon vorher zu mir gesagt, man kann das ja auch verfolgen, rein theoretisch, und man kann dagegen auch vorgehen. Ja, und deswegen die Bitte an euch da draußen, wirklich, wenn ihr schon Streitereien habt, das kann vorkommen, das ist ganz normal, das ist menschlich, aber dann versucht das wirklich auf einer einigermaßen normalen Ebene so und beleidigt nicht die Leute, das ist wirklich durchaus gefährlich, also ohne das jetzt zu sehr, weiß ich, das ist echt gefährlich und andererseits aber auch noch größere Bitte eigentlich an die Leute, die beleidigt werden, nehmt euch das nicht zu sehr zu Herzen. Ja, Ganz definitiv wichtig. nicht. Ganz definitiv nicht. Also, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie stehst du dazu, wenn du so einen richtig harten Flame kriegst? Also, ich weiß nicht, ich lese mir das dann durch, aber ich bin ganz ehrlich, ich muss dann immer schmunzeln, weil die meisten sowieso, ja, sie sind halt blödsinnig und mittlerweile, ich lösche das einfach. Das ist natürlich das Einfachste, wenn man sagt, das, okay, löschen und dann ist das Ding gegessen. Viele Leute können das nicht. Ich meine, jeder Mensch hat einen gewissen Stolz, den habe ich, den wirst auch du haben. Und es ist natürlich erstmal ein bisschen komisch, wenn einer auf einmal einen beleidigt, der einen womöglich noch überhaupt nicht kennt. Das ist natürlich eine Situation, wo man dann denkt, ja, du, das muss ich doch nicht machen lassen, so. Aber in erster Linie, gerade auf YouTube oder im Internet generell, einfach lass es gut sein. Das bringt ja nichts. Ich meine, derjenige, der wird sich nicht mit dir irgendwie großartig auseinandersetzen wollen, wenn er schon ankommt mit, du bist ein Spasti, sonst was. Deswegen einfach weg, abnicken und fertig. Also mehr Genau, kann ich da auch nicht zu sagen. einfach durchlesen oder, naja, klar, man liest ja die Kommentare, logisch. Ich lese ja auch die PNs. Aber ich muss auch sagen, genauso wenig, und jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten, und zwar, wie sollten wir denn nur eigentlich letztendlich kommunizieren? Zum Beispiel ist es so, bei den PNs immer, also bei den privaten Nachrichten, die auf YouTube verschickt werden, sollte als allererstes ein Betreff drinstehen. Und der sollte nicht heißen, Hallo, Punkt, 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 XD, yo, was geht? Was soll ich denn damit anfangen? Und ganz oft ist es so, dass manchmal sogar dann in der PN noch was relativ Gutes drinsteht. Das Problem ist aber, ich kann die Person, nachdem ich einmal mit ihr geschrieben habe, nicht mehr identifizieren, da ich natürlich schon wieder die nächsten 40 PNs bekommen habe. Und dann geht's los. Jetzt such mal, was hatte der mir letztes Mal geschrieben, damit ich wieder mit dem normal kommunizieren kann. Also glaubt mir, wenn ihr eine Antwort haben wollt, ist ein guter Betreff immer elementar wichtig. Dafür ist das Ding schließlich da. Genau, dafür heißt es Betreff. Das haben die ja nicht aus Spaß eingefügt. So, und nachdem wir einen Betreff haben, geht es natürlich weiter mit der Begrüßung. Was mich immer anpisst, ist einfach, wenn da Leute hinschreiben, ich kenne deinen Namen zwar nicht, aber ich wollte dir mal was sagen. So, da blocke ich persönlich schon ab. Da sage ich, okay, schauen wir mal, ja, ob das überhaupt was wird. Wenn die denn Philipp falsch schreiben, Entschuldigung, ich finde, es ist eine Sache des Respektes, den Namen richtig zu schreiben. Ja, das gehört sich einfach so. Wenn ich schon meinen Namen bei YouTube veröffentliche, dann finde ich es einfach wichtig, dass man den Namen richtig schreibt. Und der steht bei mir auch in der Kanalbeschreibung drin. Das ist nicht das Ding. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Du findest es auch wichtig, dass der Name zumindest richtig angegeben wird? Das, ich meine, wenn, es ist ja letztendlich so, wenn jemand uns
oder dir ja zum Beispiel eine Nachricht schreibt, dann will er ja irgendwas von dir. Also entweder möchte er mit dir halt in Kontakt treten, weil er dich vielleicht kennenlernen will oder mit dir, weiß ich nicht, oder er möchte irgendwas von dir. Und da gehört das dann auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, dazu, dass man wenigstens sich ein bisschen informiert. Wer ist das überhaupt? Guck mal auf den Kanal drauf und nicht irgendwie, wie viele Leute so, boah, der hat 10.000 Abonnenten, da gehen wir jetzt mal drauf. So, und Ja. schreiben wir mal, hey, Philipp LPX. Ja, willst du, und dennoch, beim Anliegen, ja, kannst du mich unterstützen, können wir mal ein Duel machen? Lieber Germanski LPG? Hä? Was? Nö. Da antworte ich, muss ich auch sagen, ich antworte darauf dennoch nicht mehr, da, das ist halt anders als früher, das ist auch nicht arrogant, das wird ja auch einem dann oft unterstellt, wenn man nicht antwortet, man sei arrogant, aber ich sage da ganz persönlich, und da bin ich auch ehrlich, wenn jemand was von mir will, und das haben wir ja gerade schon gesagt, dann sollte er sich doch halbwegs mit mir auseinandersetzen. Er muss ja nicht meinen ganzen Lebenslauf erfahren, aber es reicht ja, wenn man den Namen zumindest mal richtig schreibt. So. Und ich habe es ja gerade auch schon angesprochen, das Anliegen. Du kriegst ja sicherlich auch immer so schöne Nachrichten ohne Punkt und Komma, wo man auch gar nicht weiß, was will der eigentlich von mir, wa? Wie gehst du denn damit um? Was machst du denn dann? Also das gehört auf jeden Fall dazu, weil das ist diese Formlosigkeit, die ja im Internet gegeben ist, die wird da natürlich extremst praktiziert. Das heißt, alles wird klein geschrieben, auf Zeichensetzung wird geschissen und ja, dass es grammatikalischen Sinn gibt, ist meistens auch relativ fremd. Aber das Problem ist, wir wollen ja das auch verstehen, was geschrieben wird. Und deswegen sollte man doch wirklich da versuchen, einfach das so hinzubekommen, dass jeder das normal verständlich sein kann. Deswegen schreibe ich das dann auch den Leuten, wenn ich zum Beispiel Nachrichten kriege, wo ich irgendwie sagen kann, du, das verstehe ich einfach nicht oder da fehlt mir einfach was, das sage ich dann auch, versuch doch das mal nochmal hinzukriegen, irgendwie, Ja, dass genau. man es auch nachvollziehen kann. Ja, Aber das das ist bei mir Gleiche auch gilt so. auch für die Kommentare. Also in den Kommentaren steht auch sehr oft Zeug drin, wo man sagt, ja, jetzt bitte nochmal, aber so, dass man es verstehen kann. Ja, das ist, Weil also ich meine mal, ich schreibe auch, wenn ich mit anderen schreibe, meistens klein, aber Punkte und am Satz Anfang groß schreiben ist einfach, das ist meiner Meinung nach elementar wichtig, damit man genau sieht, okay, hier hört ein Satz auf und hier fängt ein neuer an, weil manchmal kann man da, man kommt da nicht mehr klar, man weiß nicht mehr, was will mir die Person sagen, weil es halt hintereinander weg ist und dann auch alles klein geschrieben. Ja, also das ist, die deutsche Sprache ist nun mal so, dass man da, das ist jede Sprache ist so, dass man halt Punkte hat, damit man den Satz beenden kann und damit man eben im Gehirn auch richtig erstmal nachvollziehen kann, okay, das und das will der mir sagen. Und wichtig ist natürlich auch, wenn man dann das Anliegen geschrieben hat, dass man immer irgendwie das fundiert wiedergibt, dass man versucht positiv zu argumentieren oder wenn man eine Kritik hat, dass man die versucht normal rüberzubringen, also mit Fakten versehen vielleicht oder irgendwie die normal die eigene Meinung reinbringt, aber bitte das Ganze immer, ganz wichtig, sachlich und nicht rumflamen. Wer rumflamt, der fällt sowieso unten durch. Ich glaube, das ist auch wieder, das hat nichts mit Arroganz zu tun. Das ist einfach so, warum sollte ich mich anflamen lassen von einer Person, die mich nicht mal persönlich kennt? Ja, und das vergessen ja auch viele. Viele nehmen sich das dann zu Herzen und haben da Angst oder weiß ich. Das braucht er nicht. Nee. Also wenn mich jemand beleidigt und mich nicht mal kennt und mir dann noch irgendwas an den Kopf wirft, warum soll ich denn darauf noch reagieren, wa? vor allem ganz wichtig auch noch zu sagen, dass das auch untereinander einfach so gehandhabt werden sollte. Ich habe da mal ein sehr gutes Beispiel, so ein kleines Anekdötchen quasi. Wir sind ja selbst natürlich auch User und schauen bei anderen Leuten natürlich auch Videos an und geben dann natürlich auch Kommentare ab. Habe ich zum Beispiel auch immer wieder, mache ich das logischerweise. Und ich habe schon mal eine Nachricht von jemandem gekriegt, der dann sich mit mir auseinandersetzen wollte wegen etwas, was ich geschrieben habe. Und der hat wirklich auf absolut sachliche Art und Weise hier, ich betreff deinen Kommentar bei und dann halt in die Nachricht reingeschrieben hat, hier, ich möchte mal mit dir reden wegen dem Kommentar, bin ich nicht zu deiner Meinung, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist wirklich sowas, wo ich beispielhaft sagen muss, Daumen hoch, das ist genau die Art und Weise, das, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, was wirklich der Sinn dahinter ist. Und nicht dann, wenn jemand schreibt hier, ah, jetzt Maul, du Arschloch. Ja, vor allen Dingen, man weiß ja von vornherein, darauf bezieht er sich, das möchte er mit dir besprechen und damit hat man ja auch kein Problem, darüber zu diskutieren. Ich meine mal, ich gehe keine Diskussion aus dem Weg, ich mag das ja total eigentlich, aber ich muss halt immer wissen, worum es geht. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, weil du jetzt gerade davon sprichst, wenn wir Kommentatoren mal einen Kommentar schreiben, wir müssen uns teilweise auch an die eigene Nase fassen, denn wir beschweren uns oft darüber, dass jemand Erster schreibt und so und dann sehe ich ganz oft, dass auch große Kommentatoren Erster schreiben. Die kriegen dann Ja. dafür noch 500 Daumen hoch, aber ganz ehrlich, ich finde das ist das schlimmste Verhalten von allen, weil wenn ich verlange, dass die Abonnenten, dass die normalen User sich
geordnet geben, ja, dass sie sich ordentlich geben, dass sie halt nicht sowas schreiben, aber dann mache ich selber, naja, dann bin ich kein gutes Vorbild und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn es bei mir gemacht wird. Also das ist auch nochmal so am Rande gesagt, an die Kommentatoren, die vielleicht jetzt gerade zugucken, also dann haltet euch auch wenigstens selber daran, es sei denn, euch ist es egal, dann macht das natürlich keinen Unterschied. Das ist halt die gewisse Vorbildfunktion, ne? Die halt doch Richtig. da ist. Und wenn wir schon von Vorbildfunktion sprechen, dann müssen wir auch die andere Seite mal sehen. Denn viele Nutzer, User und Abonnenten, die wissen gar nicht im Prinzip, was für eine Macht sie eigentlich haben mit ihren Kommentaren, mit den Nachrichten etc. Letztendlich lebt ein Kanal, es ist egal, ob das ein Kanal mit 10 Abonnenten ist, mit 1000 Abonnenten oder mit 50.000 Abonnenten. Der Kanal lebt von den Leuten, die es angucken. Und das ist auch generell so bei Musik, Filmen, sonst was. Man kann das wirklich auf alles Mögliche ausbreiten. Es sind immer die Leute, die das gut finden und die das angucken, diejenigen, die die Macht letztendlich haben. Natürlich kann immer noch derjenige sagen, der die Videos macht, ich mache das so, wie ich will. Aber irgendwann wird das nicht mehr reichen. Und deswegen muss Ja. das, kann man euch ruhig mal so sagen, ihr habt die Macht. Ja. Und aber dann setzt sie auch sinnvoll ein. Ja, richtig. Genau, das ist es. Letztendlich, wir machen zwar immer, wenn wir etwas anfangen, dann ist das natürlich erstmal so, wie wir es gut finden. Aber ihr habt natürlich da einen riesen Mitwirkungsfaktor. Natürlich, ihr könnt ja auch, wie ich habe es ja schon gesagt, ihr könnt das ja in eine Ecke drängen. Ihr könnt Veränderungen herbeibringen. Natürlich, ist doch gar nicht das Ding. Und wir versuchen uns ja zu verbessern. Das gilt vor allen Dingen für kleinere Kommentatoren, die eben noch nicht so wirklich den Dreh raus haben. Die sind darauf total angewiesen. Und die müssen vor allen Dingen unterstützt werden, ja. Und ich kann da wirklich nur sagen, wenn ihr da was zu bemängeln habt, schreibt es denen, aber wie gesagt, macht es ordentlich und dann nehmen die sich das zu Herzen. Ich habe das auch immer wieder gemacht und ich mache das auch immer noch, wenn mir einer schreibt, hier, guck doch mal an der Stelle, das hättest du vielleicht auch so rum machen können und dann merkt man auch selber, ja, stimmt, da hat er eigentlich recht, das mache ich auch nächstes Mal so. Und damit gefällt das vielleicht wieder noch mehr Menschen, ja. Ich meine mal, wir sind ja nun nicht perfekt, wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen, ja. Absolut nicht. Ja, und dann fällt mir noch eine einzige Sache ein und zwar, es ist ja so, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, mit denen zu kommunizieren über einen etwas persönlicheren Weg. Das wäre dann eben sowas wie diese Plattform, über der man zockt, über Steam oder wenn man denjenigen vielleicht in Skype hat oder bei einem Messenger, dann ist es so, dass die ja nochmal auf eine persönlichere Ebene schreiben können, da sie diese Person direkt geaddet haben. Die Person kann also manchmal sofort miteinander, also man kann miteinander sofort sprechen. Man muss nicht diesen Weg über eine PN gehen, wo man dann vielleicht erst 2 Tage später das liest. Problem ist aber, dass viele da doch auch spammen oder nerven. Die schreiben dann, hi, wie geht's? Und man antwortet wirklich mal drauf und dann, jo, ganz gut, okay, tschüss. Hä? Also ich find's schon cool, wenn man dann irgendwie einen Grund hat, warum man mit der Person sprechen will, weil das macht halt nicht nur einer, das machen ganz, ganz viele, die so schreiben und die so mit einem sozusagen Spam austauschen, ja, weil das ist ja unglaublich, was man da teilweise, ich weiß nicht, ist das bei dir auch so, dass du da so oft so eine Nachrichten bekommst, die völlig sinnfrei sind? Das, ja, das gehört ab und zu dazu, aber ich versuche das selbst dann auch nicht großartig zuzulassen, weil das interessiert mich einfach nicht. Ganz ehrlich, wenn ich Leute habe, die ich auch dann bei Skype oder ähnlichem drin habe, wo ich jetzt halt kein großartiges Problem damit habe, die Leute da zu adden oder bei Teamspeak mit denen zu reden, aber wenn das dann einfach nur gehaltloser Müll ist, dann interessiert mich das auch nicht und dann wird da ganz schnell auch jemand eben nicht mehr in der Freundesliste auftauchen. Ja, gut, das ist natürlich auch noch so eine Sache, das mache ich dann eigentlich auch immer. Das ist auch, ich denke, das ist auch legitim. Wobei ich verweise die Leute immer vorher darauf hin, ich sage ihnen, okay, pass mal auf, das passt mir nicht so, wenn du das so schreibst oder wenn du mich da nur so voll spammst und bisher hat es dann auch eigentlich immer aufgehört, das muss man dann auch nochmal positiv sozusagen anmerken. Aber wenn man so ein Fazit ziehen will, die Situation momentan ist relativ verfahren, also das stört mich schon sehr stark momentan, wie untereinander kommuniziert wird und wie mit den Kommentatoren kommuniziert wird. Aber ich glaube auch, es ist teilweise auch Besserung in Sicht. Ich kriege auch manchmal PNs, die sind so toll und du hast ja vorhin schon so ein Beispiel gebracht, ja. Und das macht dann schon manchmal Spaß, ja. Wenn man dann wirklich wieder ordentlicher hat, die ziehen einen dann auch wieder hoch, da aus diesem, ich sag jetzt mal, negativen Bild, das man dann hat. Aber insgesamt ist es halt ein bisschen schade, dass viele da zu oberflächlich sind und nicht mehr wirklich argumentieren, beziehungsweise einfach rumsperren. Das ist eigentlich ziemlich schade, aber es ist momentan noch so. Aber ich denke, dass wir da rauskommen können. Wie siehst du das? Glaubst du, dass es da Besserungen geben wird? Es kann natürlich auf jeden Fall Besserungen geben, weil, wie gesagt, die Macht den Leuten liegt. Und wenn jeder Einzelne sich selbst mal anguckt, da können wir gerne mal das berühmte Lied von Michael Jackson, Man in the Mirror, sich angucken. Jeder soll sich selbst an die eigene Nase fassen und damit anfangen. Und wenn das so funktioniert, dann
hat das auch die Möglichkeit, dass man da breiter gefächert quasi auch eine Auswirkung auf die komplette Szene hat. Denn ja, mal die Frage, gefällt das euch, wenn ihr in die Kommentare so ein Zeug schreibt oder solche Kommentare liest? Das macht doch auch euch keinen Spaß, oder? Richtig, sehr schöne Frage, sehr schön. Da können wir nochmal die Leute mit einarbeiten, sozusagen. Ob das eben, findet ihr das gut oder wie reagiert ihr darauf? Ja, oder ich hatte schon mal so ein Commentary bei LPK Talk, wie reagiert ihr auf Flamer, auf Spam und sowas? Und jetzt natürlich auch nochmal hier bei dem Hauptkanal natürlich, das ist echt mal eine interessante Sache, wie ihr darauf reagiert. Markiert ihr das als Spam? Antwortet ihr drauf? Lasst ihr das links liegen? Das ist, denke ich, nochmal eine ganz interessante Frage. Und dann würde ich eigentlich sagen, sind wir durch, oder? Ja, es ist ja jetzt relativ lang gegangen, aber es ist ein wichtiges Thema und deswegen hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Aber ich denke, wir haben unseren Standpunkt erstmal bis dahin auf jeden Fall rübergebracht. Genau, das war ja nochmal ganz wichtig. Natürlich, wenn man Veränderungen will, muss man auch drüber sprechen. Und das haben wir an der Stelle gemacht. Und ja, lieber Tomahawk Payne, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank auch, Jo, ich dass du bedanke dieses mich. interessante Thema mitgebracht hast. Das fand ich nämlich sehr nett von dir. Das ist ja immer so eine Sache, dass man gute Themen findet. Und dann sage ich dir schon mal Tschüss und ich sage auch meinen Abonnenten Tschüss.